So, hallo, willkommen zurück bei Gelb. Uns steht der Kampf gegen Blau bevor. Was hat dich aufgehalten, Rot? Oh, keine Ahnung. Ich wusste, du würdest hier vorbeikommen. Ich schätze, Team Rock hat hier ganz schön zugesetzt, was? Ich habe dich in Saponia City gesehen und mich gefragt, ob es seitdem besser geworden ist. Irgendwie ist der Sound ein bisschen leise, kann das sein? Oder will ich mir das nur ein? Naja. Ah, ich mach mal beim Headset ein bisschen lauter. Moment. Okay, ich fällt mir schon besser. Mit richtiger Ingame-Musik. Also Blau hat einen Sandama. Nicht schlecht, nicht schlecht. Allerdings, ja, ein Bodentypen. Also nur vom Boden her. Nur vom Boden her, ja. Also ist nur ein Bodentyp. Und sonst nichts anderes. Also, naja, hätte man vielleicht noch ein anderes Pokémon statt nur Boden reintun können. Wie zum Beispiel vielleicht noch Geowatz oder sowas. Weil Geowatz ist noch zusätzlich Gestein. Hey, eingefroren, juhu! Also gut, dann eben bis. So, das hätten wir. Jetzt kommt ein Austoss. Er hat einen Austoss, nicht schlecht. Er hätte gedacht, dass er einen Austoss hat, aber naja, gut. Und er hat bestimmt sein Evoli inzwischen entwickelt. Ich bin gespannt, was da alles, was da rauskommt. Also, was er für einen Stein verwendet hat, sag mal so. Es ist ja irgendwie vom abhängig davon, wie es Anfang läuft, ob man mit ihm jetzt ist aber gut mit Schnapper. Es ist abhängig, ob man in der Route mit ihm kämpft, aber wo es zur Pokélea kämpft, oder ob man gewinnt oder verliert. Mann, oh Mann, ein Schnapper. Naja. Das müsste für Austoss gewesen sein, hat zwar eine hohe Verteidigung Austoss, aber nicht, aber keine hohe Spezialverteidigung. So, Level 42 für Pikachu und jetzt kommt ein Magneton. Was der Hell? Hat ein ganz, ja, gutes Team, muss ich zugeben. Lass mal Bisaflor ran. Relaxo hätten wir auch verwenden können, weil Relaxo kann ja jetzt Erdbeben. Das wäre sogar besser gewesen. Naja, was soll's. Rasierblatt. Ich möchte es noch genießen, dass Magneton hier noch kein Stahl ist. Weil Rasierblatt wäre normalerweise, ja, nicht sehr effektiv. Also gut, ich wechsle jetzt. Lass mal Relaxo ran. Wollte ich eh dann irgendwann mal einsetzen. Balzor ist online. Interessiert mich nicht. Erdbeben! Nicht paralysiert, bitte. Ey, egal. So, Erdbeben. Wäre vierfache Stärke, allerdings ist hier nur ein Elektro, also nur ein zweifache Stärke. Und Relaxo erreicht Level 43. Neue Kadabra. Kadabra ist stark, also eins seiner stärksten. Uiuiui. Dann müssen wir Turtok ran lassen. Na, Relaxo wäre eigentlich auch besser gewesen, weil Relaxo eine hohe Spezialverteidigung hat. Aber naja, egal. Schädelwurme. Ich weiß nicht, wie der Angriffswert von Turtok ist. Ich schätze, er ist relativ hoch. Mal schauen. Ja, okay, es reicht für einen One-Hit-Kill. Und jetzt, er hat einen Flamara sich geholt, okay. Nur gut, dann kommt eben ein Surfer dran. Flamara ist nicht schlecht, also, ja. Die Entwicklungen von Evoli sind nicht zu unterschätzen. Die können nämlich richtig, richtig reinhauen. Langweil mich bitte nicht, bitte. Jetzt nervst du mich aber, Flamare. Nur gut, X-Treffer, wo ist X-Treffer? Hier. Langweil mich nicht, langweil mich nicht. 9 X-Treffer. Jetzt wird gleich gekillt, glaube ich. Das wäre ein Fail. Naja, ich glaube eher doch, das wird bestimmt. Na doch nicht, okay. Okay, das hätten wir. Und tut er gleich, Level 43. Juhu. Mann, du bist so gut, dass du gegen den Rocket Boss antreten kannst. Dankeschön. Also Rot, ich ziehe da mal weiter. Wenn ich in den Pokédex sehe, erkenne ich, wie stark die Pokémon sind und wie sie sich entwickeln. Ich werde zur Pokémon-Liga gehen, dann werde ich die Top 4 ausstechen.
Bald bin ich der mächtigste Trainer der Welt. Viel Glück, Rot, und trainiere schön weiter. Ciao! Okay, dann gehen wir mal einfach... Nee, wir müssen erst unsere Pokémon heilen. Ach, was soll's, das schaffen wir noch. Oh, du bist kein Rocket? Kommst du, um uns zu retten? Klasse! Vielen Dank, nimm dieses Pokémon als Dankeschön. Lapras! Juhu! Lapras ist nicht schlecht. Ja, es ist besser. Ja, hört mich nicht voll. Bleib sofort stehen, Kleiner. Oh mein Gott, unser Boss ist gerade sehr beschäftigt. Du sollst es besser nicht stören. Oh, Entschuldigung, ich wollte nicht stören, dann gehe ich eben wieder. Hallo Jesse und James. Hallo Smogmog von James. Mit einem schwachen Level. Naja, okay, Schlitzer! Volltreffer sogar! Und nochmal Schlitzer! Wir reißen das Smogmog in Stücke! Und Level 40 für Glurak. Ein Arbok. Aha, da lassen wir Relaxo ran. Ist zwar paralysiert, aber es interessiert mich gerade nicht. Allerdings kann Relaxo nicht mehr vergiftet oder paralysiert werden durch Arbok. Daher ist die Paralyse von Relaxo doch jetzt ein kleiner Vorteil für uns. Okay. Sehr effektiv, weil Boden gegen Gift. Und jetzt kommt das Mauzi, das eigentlich ein Snobelikat wäre, aber wegen der TV-Serie ist es immer noch ein Mauzi. Immer noch ein Mauzi, uiuiui, wäre eigentlich schon seit, wie viele Staffeln Pokémon gibt es eigentlich? 12, 13, so rum. Wäre eigentlich schon längst ein Snobelikat, also, ja. Ich meine, Team Rocket ist zwar schlecht und so, aber gut, Na, Pikachu kann sich ja nur durch einen Feuerstein oder ne, Donnerstein entwickeln. Team Rocket, so schnell das Licht, mal wieder. Gut, dann heilen wir unsere Pokémon, denn jetzt kämpfen wir gleich gegen Giovanni. Ja, gut, also, was habe ich heute gemacht? Ich war heute bei meinen Kumpels ein bisschen Yu-Gi-Oh! Zocken und FIFA 12. War ich geil. Du siehst müde aus, komm, ruh dich kurz aus. Gib nicht auf. Okay. In Yu-Gi-Oh! Habe ich gewonnen. Juhu. Bin ich voll der Pro mit meinem Deck. So, aber ich habe ein zweites Deck genommen. Da haben die anderen auch ihr zweites Deck genommen. Aber wie ich gewonnen habe, will ich genau sagen. Und ja, also mein zweites Deck ist ein Synchro-Deck. Mein erstes Deck ist ein, wie viele von euch aus dem Yu-Gi-Oh! Let's Play vielleicht kennen, mein erstes Deck ist ein Inferno-Deck. Gut. Ah, Rot. So trifft man sich wieder. Ich führe gerade äußerst wichtige Verhandlungen mit dem Präsidenten. Halte dich für allemal aus dem Geschäften Erwachsener heraus. Oder du lernst eine Welt voller Schmerzen kennen, wie du sie noch nie erlebt hast. Lass uns kämpfen! Okay. Giovanni möchte kämpfen! Eigentlich kommt bei bei so einer Rocket oder Bösewicht Boss immer eine spezielle Musik. Ab der dritten, ab der dritten Generation wird es eingeführt. Dann kam bei Mark und Adrian immer eine spezielle Musik. Bei Platin, da war es glaube ich Cyrus. Also Diamant, Platin und Pearl, da war es Cyrus. Dann kam auch eine spezielle Musik und in der fünften ist es N. Beziehungsweise Jesus. Da kam auch für jeden Einzelnen eine spezielle Musik. Finde ich gut, dass sie das umgesetzt haben. Ja. Gut, hier ist uns Nobilikat, kein Gegner für Glurak. Warte, hell, die haben nur Level 39. In der blauen und roten haben sie Level 40, die Level von Giovanni. Oioioi. Oder war das vorherige schon 40? Naja, egal. Oder wir haben einfach überlevelte Pokémon. Okay, jetzt kommt ein Rihorn, dieser Floor natürlich. Dieses Rihorn hat Level 37, wäre noch 5 Levels bis zur Entwicklung zu einem Rizeros.
Naja, dieser Floss, wir nutzen jetzt den Rasierplatz. Aber wir haben nicht mehr so viel zu tun in dem Spiel. Wir müssen nur noch Sabrina fertig machen. Dann kommen die zwei Wasserrouten, Zinnoberinsel, den unbekannten Arenaleiter, Pyro, ja, Pyro vor den unbekannten Arenaleiter. Und dann kommt die Liga und das hätten wir alle schon. Dann kommt vielleicht noch die, ja, dann machen wir noch die, die Azuria-Höhle, beziehungsweise den geheimen Dungeon, heißt in dieser Generation. Der wurde dann ab der zweiten in geheimen Dungeon umbenannt oder in der dritten, weiß ich gar nicht mehr. Nee, Quatsch, der wurde in der dritten in Azuria-Höhle umbenannt. Heißt aber in dieser Generation eigentlich geheimen Dungeon. Weil, ja, der geheim ist. Oh, wieder verloren. Und hier deine Pokémon besser. Verdammter Mist, du hast unsere Übernahme der Sylph Corporation vereitelt. Aber Team Rocket wird niemals aufgeben. Rot, vergiss nicht, dass alle Pokémon nur zum Nutzen des Team Rockets da sind. Ich muss gehen, aber meine Zeit wird kommen. Oh, okay. Ich danke dir für die Rettung der Sylph Corp. Ich werde dir was vergessen, wie du trotz größter Gefahr tapfer gerettet hast. Wie kann ich dir bloß meinen Dank aussprechen? Ich bin reich, ich könnte dir alles geben. Aber vielleicht ist das hier euer Adress für dich. Rot erhält den Meisterball. Man kann ihn nirgends kaufen. Es ist der Schränkerei-Prototyp des Meisterballs. Du kannst mit ihm jedes Pokémon beim ersten Versuch einfangen. Wähle jedoch sorgfältig. Und nicht bei einem Level 5 Taubsi. Also nur bei Legis nehmen. Verwendet nie den Meisterball. Ich wiederhole, nie den Meisterball, um ein nicht legendäres Pokémon zu fangen. Das ist das Dümmste, was ihr mit dem Meisterball machen könnt. Also wenn, fangt ihr mit dem am besten ein Wander-Pokémon. Aber hier gibt es keine Wander-Pokémon, das heißt, wir können ihn frei bei Legendären verwenden. Aber wir verwenden ihn bei dem stärksten legendären Pokémon im Spiel. Welches das ist, werdet ihr noch erfahren. Gut, dann verlassen wir das Gebäude. Und wir werden nie wieder hierher kommen. Ich wiederhole, nie wieder. Dass man eigentlich hier nicht surfen kann, wäre witzig. Muss mal mit Cheats ein bisschen da reingehen mal und schauen, wie die Pokémon da auftauchen. Naja. Auftauchen, haha, Wortspiel. Okay. Gehen wir ins Pokécenter. Ins gute alte Pokécenter. Hey, hi meine Pokémon. Ich habe Team Rocket aus der Stadt vertrieben. Ja, ja, ganz toll, du bist ein Held und gib mir halt deine Pokémon. Nein, ich habe das Team Rocket vertrieben. Du solltest mir deine Pokémon geben. Warum? Keine Ahnung, aber gib's einfach mal her. Warum denn? Egal. Her damit. Das ist ein Überfall. Überfall! Los! Ich habe eine Knarre, ich schieße gleich auf den Chanera. Na los! Ach egal, ihr seid alle Idioten. So. Gut, dann machen wir jetzt die Arena. Ich habe Schiss vor der Arena, weil die Pokémon in dieser Arena sind nicht zu unterschätzen. Ach ja, wir können jetzt... Moment, wir haben noch was zu tun. Und zwar haben wir die Stadt noch nicht ganz erkundet. Und die Puppe haben wir noch nicht abgegeben. Und zwar holen wir uns jetzt die Pokepuppe. Rot, schalte bitte ein. Aufnehmen. Wo ist die Pokepuppe? Pokepuppe! Ich spiele noch immer nur mit Puppen. Hör mit der Pokepuppe, sonst raste ich aus. Hier. Okay, dann lagern wir eben was, das Bootsticket. Ja, gut. Dann eben... Na, wo ist das Pokepuppe? Hier. Und ja. Fahrrad. Ich glaube, die gelbe Edition wird vor Yu-Gi-Oh! Fertig werden, weil Yu-Gi-Oh! Da haben wir noch einiges vor uns. Mal schauen, wie es sich so ergibt. Meine Tochter ahmt gerne Leute nach. Wegen ihres Wien-Spiels nennt man sie die Nachahmerin.
Meine Tochter ist furchtbar schüchtern. Sie hat nur wenige Freunde. Ach, das ist ja nicht der Einzige. Ich muss zugeben, ich habe auch wenig Freunde. Okay. Ein seltsames Pokémon. Es ist doch nur eine Puppe. Aha. Hey, Taubsi! Runter vom Tisch! Oder was auch immer du für ein Vogel-Pokémon bist. Oder bist du eine Puppe? Ja, Puppe. Kiki! Spiegeln, Spiegel an der Wand. Wer ist die Schönste im ganzen Land? Okay. Ein seltsames Pokémon. Es ist doch nur eine Puppe, okay? Was hast du denn da für eine Konsole? Echt geil. Ein Spiel mit Mario. Hallo, magst du Pokémon? Halt, ich habe doch dich gefragt. Wie? Du bist komisch. Ich soll die Nachahmerei aufgeben, aber das ist doch mein Hobby. Wow, du hast eine Puppe. Die ist dir für mich. Vielen Dank. Ich gebe dir das hier dafür. Möchtest du es nicht hier haben? Hä, was? Ach, ich glaube, wir müssen was abschmeißen. Na, was schmeißen wir denn ab? Schmeiß den Hyperheiler ab. So. Ja, das hatten wir schon. Das ist Mimirki. Gibt's dir einen Pokémon? Das Besondere, Mimirki kopiert die letzte Attacke des Gegners und ersetzt sie durch Mimirki. Eine komische Attacke, aber es ist so. Der Boss des Team Rockets ist aus dem Gebäude des Silvesco geflohen. Oh, gut zu wissen. So, Freunde, sind die Pokémon-Arena. Arena Eltern Sabrina. Die Herrin der Psycho-Pokémon. Ach, ich wünschte, ich hätte jetzt ein Unlicht-Pokémon. Weil Unlicht-Attacken sind uneffizient gegen Psycho-Pokémon. Naja, hey, mein Video ist fertig. Hochgeladen. Juhu. Hey, warte, du Champion in Spee. Die Pokémon von Sabrina benutzen Psychokinese anstelle von psychischen Kräften. Kampf-Pokémon sind Psychokinese nicht gewachsen. Sie haben nicht einmal den Hauch einer Chance. Na gut, dann wäre es von Vorteil, wenn wir Relaxo an erste Stelle setzen, weil Relaxo eine hohe physische Verteidigung, Spezialverteidigung hat, wie ich schon zum tausendsten Mal sage. Weil es mir so viel Spaß macht. Gut, und ihr seht, wir müssen hier die Teleporte verwenden, um weiterzukommen. Obwohl Sabrina noch jung ist, ist sie unsere Arenaleiterin. Wir lassen dich nicht einfach so zu ihr gehen. Ach, schade. Ich wette, Charlie Sheen kommt jetzt, kommt zu Sabrina mit locker durch. Und so, ja, sie ist meine Freundin und so. Okay, Bonnie Slam! Yeah! Relaxo, haut rein! Noch ein Fleck, Mann, da sag ich nur Bonnie Slam! Tod! Ach, wie lahm bist du denn? Hallo Lamos. Dann eben eine stärkere Erdbeben! Lamos hat viele KP. Wie ihr sehen könnt, hat die Attacke Erdbeben überlebt. Oh nee, Body Slam wurde blockiert. Oh nein! Ich hasse dich! Erdbeben! Das müsste ein Kill werden, ja. Müsste genau gereicht haben für die Null. Rot besiegt Psycho. Ich habe die Konzentration verloren. Okay. Ich habe so ein System. Wir gehen einfach immer nach links, wenn ein Teleporter kommt. Du gegen mich. Unsere Pokémon sollen kämpfen. Exorzistin. Ach, wieder eine Besessene. Nee, Spaß. Das ist jetzt eine Unbesessene dieses Mal. Ach, bin ich froh, dass es hier noch keine Fähigkeiten gibt, weil sonst hätten wir den Erdbeben jetzt nicht verwenden können. Da Nebulak normalerweise Schwebe hat, aber Erdbeben ist sehr effektiv. Okay. Was ist jetzt, Nebulak? Da sag ich nur eins. Erdbeben! Nicht verwirrt, sondern... Oh. Selbst verletzt. Emo.
Jetzt aber Erdbeben! One-Hit-Kill alles, weil Rollock so overlevelt ist, naja, und die physische, ja, die normale Verteidigung von Apollo ist, oder Nebulak ist, nicht sehr hoch, würde ich sagen. Erdbeben! Oder gibt's da überhaupt zu viel? Ja, gibt's bestimmt. Ach, wir haben schon 20 Minuten, ich will aber jetzt nicht aufhören. Erstmal, ich habe gerade so viel Spaß. Ich mach, glaube ich, wieder ein bisschen länger. Bis wir die Arena haben, mache ich. Panti, machen dir unsere Psy-Kräfte Angst? Ja. Als kleines Kind habe ich immer Schiss vor der Folge gehabt, wo der Ash in die Psy-Arena gegangen ist. Kadabra. Na gut, dann, ja, Erdbeben. Ja gut, Genesung. Die Attacke werden wir noch häufiger sehen bei der Kampf gegen Sabrina. Oh ja, ich hab so Schiss vor ihrem Simseller. Hab bestimmt Level 55 oder... Ne, 55 ist übertrieben. Na gut, Relaxo hat schon overleveled langsam. Fleckmann ist Wasser noch zusätzlich zu seinem Psychotypen, deswegen kommt jetzt Pikachu auch mal an der Reihe. Der Donnerblitz müsste reichen. So. Ein Pantimos. Ich würde jetzt Bitterflor gerne einsetzen, aber Bitterflor ist ja vom Typ her noch Gift und Gift-Pokémon sind benachteiligt gegenüber Psycho. Naja, Schlitzer. Schlitzen wir den ersten Mal richtig auf. So nötige Narbe, okay, und die Narbe wird eben ewig erhalten bleiben. Na komm, das Glu, das Kadabra wirst du auch noch schaffen, Glurak. So, Schlitzer! Volltreffer und besiegt. Juhu. Gut, besiegt Psycho. Ich kann es nicht glauben, ich habe verloren. Ich hab's schon gesehen, dass du verloren hast. Du weißt, dass man mit Stärke allein nicht weiterkommt, oder? Nö. Das ist natürlich nicht klar, ne? Wer nur Mushrox in seinem Team hat, ist benachteiligt hier in dieser Arena. Aber naja, noch ein paar Teamos. Ist eigentlich, hätte eigentlich nicht erwartet, dass wir es so oft sehen, aber scheint hier doch oft aufzutauchen. In dieser Edition, sag mal, Edition. Jetzt nerv nicht mit deinem Duplex-Heat, der 5 oder 4 Mal trifft. Body Slam! Da ist noch Step drauf und weiß Gott, was da alles noch drauf ist. Hohe Angriffswert und was weiß ich. So, Kadabra. Pikachu. Weil Pikachu muss immer 5 Level mehr haben als unsere normalen Pokémon. Also andere Pokémon, das ist so eine Regel in dem Spiel. Die habe ich erfunden und die funktioniert auch perfekt, wenn ich mich manchmal daran halten würde. Oh ja, das zieht viel ab, weil ich... Ja, Pikachu hat bestimmt keine hohe, keine wirklich hohe Spezialverteidigung. Ah! Genesung, Bodycheck. Ja, gute Stärke. Ach, das war ist, das ist unfassbar. Ja, glaube ich auch. Alle können hier Genesung, unglaublich. Okay, dann hätten wir oder laufen wir jetzt andersrum. Ich glaube, wir laufen jetzt falsch rum, oder? Ja. Gut, dann laufen wir wieder andersrum, weil wir hier wirklich alle Trainer ausschalten wollen. Ne, alle haben wir noch nicht, das weiß ich. Es gibt ja noch jede Menge Exorzisten. Hallo. Wo laufen wir im Kreis gerade? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, wir laufen im Kreis, kann es sein? Okay, dann laufe ich mal so rum. Die haben wir auch schon. Die haben wir noch nicht. Pokémon passen sich ihren Trainer an. Deine Pokémon müssten demnach sehr zäh sein. Oh, da ist wohl jemand ein Urigella, was?
Hi, ein Pokémon, ein Alpollo, Level 37, ne 38 schätze ich, ja. 37 war geschätzt, 38 war das Richtige. Ja. Er hat Beben. Weg damit. Ich will dich nie wiedersehen, Alpollo. So, was suchen wir überhaupt? Alpollo ist in einer Psycho-Arena. Vielleicht, dass es ein bisschen unheimlicher wird, die Arena, glaube ich. Naja. Was weiß ich. Ich glaube, jetzt laufen wir wieder falsch rum, ne? Dann geht's wieder hier lang. Ah ja, den haben wir auch noch nicht. Okay. Die Pokémon von der Arena von Saffronia City sind für ihre übernatürlichen Kräfte bekannt. Ich weiß, dass das du Sabrina herausfordern möchtest. Ach, das weiß doch hier jeder, der mich sieht. Das heißt, da braucht man keine Psychokräfte haben, du alter Psycho. Lamus! Lamus, Lamus! Ich bin so lahm. Okay, dann im Body Slam! Ich hoffe, er ist jetzt zu paralysieren! Oder Volltreffer, ist auch geil. Okay, dann nochmal Body Slam! Rex ist zwar lahm, aber Lamus ist noch lahmer. Oh. Die haben wir auch noch nicht. Ich glaube, das ist eine der letzten. Sabrina ist jünger als ich. Trotzdem habe ich Respekt vor ihr. Ui, bist du ihre Oma, was? Die Oma von Sabrina. Nee, Bulak. Erdbeben. Och, komm schon, nervt mich nicht mit eurem Kung-Fu-Strahl. Sonst mache ich Kung-Fu an euch. Kung-Fu-Strahl. Nebula kann Kung-Fu. Ich werde sie jetzt noch einen Nebula und dann Alpollo. Ah, sie hat nur zwei, okay. Dann hat sie noch einen Alpollo zusätzlich noch. Einfach nur ein Alpollo, sag mal so. Nachnebel, nerv mich nicht. Jetzt aber, triff, Relaxu. Ach. Komm schon, du lässt dich doch jetzt nicht von so einem stinkenden Alpollo killen, oder? Alpollo ist mindestens so alt wie die Tunte da, die dieses Pokémon besitzt. Ah, okay, ich habe Tunte gesagt, sorry für diesen Ausdruck, aber... Turtok. Komm schon, du bist besser als Relaxu. Hätte ich geahnt, dass es Kung-Fu-Strahl einsetzt, hätte ich weiter mit Relaxu gekämpft. Ah, ich würde jetzt so gern Biss einsetzen, weil ich sehr effektiv wäre. Seufzt! Seifer! Step, müsst killen! Naja, ist nicht mal annähernd. Nachtnebel. Ein Nebelnacht. Ein Nebelnacht. Ja, gerade ist bei mir Nacht. Seifer, Seifer. Okay, ein Surfer. Ich bin nicht gut genug. Gut, haben wir den schon. Ich laufe wieder normal, ne? Also, ich laufe wieder wie vorhin im Kreis herum. Gut, ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir alle Trainer soweit haben. Oh, da ist ja schon die Sabrina, aber wir müssen unsere Pokémon erst heilen. Ja. Und dann würde ich sagen, kämpfen wir im nächsten Part gegen Sabrina, ne? Oder noch in dem Part, ich weiß nicht. Na, kämpfen wir noch in dem Part, was soll's. Wir haben ja Zeit. Gut, wo ist mein Fahrrad? Fahrrad! Ach, wo ist mein Flug-Pokémon? Glurak! Bring uns hier weg! Wir kommen im Pokémon-Center! Halt's Maul! Red nicht! An die Arbeit!
braucht man eigentlich so, warum arbeitet sie eigentlich hier? Ich meine, der Trainer kann auch seine Pokémon selber auf diese Heilmaschine da legen. Naja. Was interessiert's? Gut, dann steht uns jetzt der Kampf gegen Sabrina bevor. Ich wette, wir haben ein paar übersehen, ist mir eigentlich egal. Weil die Arena ist echt nervig. Okay, wir sind hier. Sabrina! Eine Vision hat mir deine Ankunft vorausgesagt. Ich beherrsche die Psychokinese, seit ich ein Kind bin oder gewesen bin. Zunächst habe ich gelernt, mit Psychokinese Löffel zu verbiegen. Ich verabscheue den Kampf, aber wenn du es wünschst, beweise ich dir meine Kräfte. Angriff auf Sabrina! Oh, ich habe eine Peitsche wie erotisch, okay. Aber. Ah, das ist aber, bevor was ich Schiss hatte in der TV-Serie, es hat Level 50. What the hell? Also falls wir verlieren, habe ich irgendwie eine Taktik, wie wir gewinnen können. So, hier kommt die Weiterentwicklung von Abra, nämlich Kadabra. Was? Genesung? Checke jetzt nicht ganz, aber okay. Und BÄM! Auch kein Gegner, aber jetzt kommt der harte Brockenesser. Jetzt kommt Simsala, oh mein Gott! Das ist wirklich ihre Geheimwaffe. Ich versuch's mal mit dem Body Slam, aber ja, Simsala ist stärker. Oi, relax, ich vertraue auf deine hohe Spezialverteidigung und auf deinen Body Slam. Jetzt kommt Genesung, oder? Gibt's X-Abwehr, juhu. Das war das Nein. Wir hätten gewonnen, wenn... Hoffentlich setzt Simsala jetzt nicht Genesung ein, weil das wäre schrecklich jetzt. Kann Pikachu Ruckzuck geben? Weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, die Attacke haben wir vergessen. Was hab ich getan? Ich probier's jetzt einfach mal. Ja, Pikachu kann doch noch Ruckzuck geben. Aber reicht es zum Kill? Reicht es zum Kill? Ja, es reicht zum Kill. Juhu. Oh, das war ja leichter, als ich dachte. Ich hatte echt Schiss vorher. Jetzt, das hat mich sehr schüttet, aber verloren ist verloren. Ich muss gestehen, ich habe mich nicht allzu sehr angestrengt. Ich schenke dir den Sumpforden. Du meinst wohl den Seelenorden, was? Der Sumpforden des Pokémon bis Level 70 deinen Befehlen befolgen. Stärkere Pokémon könnten sich dir widersetzen und deine Befehle ignorieren. Achte darauf, dass du deine Pokémon jederzeit unter Kontrolle hast. Warte, nimm noch diese TM von mir. Psywelle. Das ist Psywelle. Sie macht sich übernatürliche Strömungen zunutze. Psywelle ist eine TM, die verursacht immer zufälligen Schaden. Auch wieder eine komische Attacke, aber gut. Ja, ist gut. Gut, was steht uns jetzt bevor? Wasserrouten. Wir machen jetzt die Wasserrouten. Psychokinese? Wenn ich sie hätte, würde ich in der Spielhalle reich werden. Oh, Gangster. Also gut, dann fliegen wir zuallererstes nach so Fuxania City. Und dann werden wir ein bisschen auf unserem Turtok schwimmen. Im nächsten Part allerdings. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Denn im nächsten Part geht's zur Zenobe-Insel. Durch die Seeschauminseln zur Zenobe-Insel, sagen wir es so. Danke, Pokémon sind wieder fit. Kommen jederzeit wieder vorbei. Blop, blop, blop. Gut, sehr gute.
Seeroute 19. Fuchs, dann ist die Seeschwamminseln. Gut, dann mache ich hier Stopp und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dann. Servus.